Hallihallo, Ladies and Gentlemen, welcome back to Rollercoaster Tycoon 3. Ja, feine Sache, ich habe mich mal auf Englisch probiert, scheint noch ein bisschen zu sitzen. Genau, wir waren hier stehen geblieben. Unsere schöne Achterbahn, die keiner annehmen möchte, aber die Menschen kommen langsam in den Bereich. Das könnte dann doch interessant werden. Wir werden hier jetzt einfach mal eine Brücke bauen, in der Hoffnung, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich denke mal, die werden wir früher ansetzen müssen. Ich habe es schon geahnt, dass es nicht funktionieren wird. Das heißt, wir müssen noch früher ansetzen. Immer noch nicht. Schweinerei. Vielleicht setze ich die einfach hier an. Kann man hier auch eine an? Ja, perfekt. So, und dann werden wir jetzt. So. Wollt doch wohl meinen. Der kommt noch dahin, der kommt noch dahin. Der kommt dahin, dann passt das soweit. Machen wir den Gehweg hier noch weg. Und gehen hier mit der Treppe runter. Elbaum frei. So, unsere Brücke steht auch. Wir könnten uns natürlich den Spaß erlauben. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Dass wir eine Brücke einfach noch hier hinsetzen. Und hier einfach auch eine Treppe hinsetzen. Warum denn eigentlich nicht? Wir haben's doch. Wir haben's doch. Mit unbegrenztem Geld kann man viel anstellen. Ja, dann kommen die da so rausgeschissen. Zack, zack, zack. Nop. Du musst runter. Ja, läuft. Dann kommen die so. Oh. Das sieht bestimmt mega interessant aus, wenn die da rausgeheizt kommt. Da machen wir ein paar Sitzbänke jetzt dahin. Weil es so schön ist. Zack, zack und. Wir müssen natürlich auch ein paar Lampen noch. Und Mülleimer. Habe ich jetzt Mülleimer gemacht? Wir wollen ja ein sauberer Park bleiben. Gotische Lampe. Parkweglampe. Sieht aber mega cool aus. Hallo? Lampe. Wander. So. Genau, was ein Ranzcoin. Das ist ein bisschen einfacher für uns. Wir können nämlich auch wieder in Tag-Nacht-Modus gehen. Mal gucken, wie das aussieht. Gar nicht so verkehrt. Zack. Ist es schon soweit? Ah, das ist gar nicht so einfach hier. Ja, ich weiß, es ist dunkel. Oh. Oh. Das können wir nicht machen. Ey, jetzt krieg ich die scheiß Lampe da nicht mehr weg. Oh.
Ein Weg, ein Weg, ein Weg. Will denn damit gar keiner fahren? Die leuchten ja. Und doch, da wollen Leute echt mitfahren. Mega. Ah, ich glaube, es braucht einfach einen Augenblick, bis das angenommen werden kann. Wir machen hier einen Tag-Nacht-Modus mal wieder rein. Also das Gebiet gefällt mir echt immer noch am besten hier. Meine Karaoke-Bar will auch keine. Das sind ja alles. Ach, schau einer an. Da wollen die echt mitfahren mit den Scheißdingen. Ich hab's euch angeboten und ihr wolltet nicht echt. So, was können wir noch Schönes machen? Wir könnten hier noch was Schönes hinklatschen. Hätte gern Tag beim Bauen, vielen Dank. Twist-Achterbahn haben wir schon. Umgekehrte Haarnadel-Achterbahn. Umgekehrte wilde Maus. Nee, also ein Späßchen brauchen wir nicht. Ich will mal was richtig. Was ist das denn? Will ich mir das mal auch angucken, wie die das hier bauen. Das heißt, wir werden einfach in die Richtung starten. Diese Kleinbahnhof. Scheiße, was auf Kleinbahnhof, wie bei den großen Bahnhof. Ich will sowas auch mal bauen hier können. Schafft die nicht. Das muss sie schaffen. Doch in die andere Richtung oder hier wieder hoch. Das ist total die Scheiß-Achterbahn, Leute. Aber okay, hey. Was soll's? Wir werden uns damit nicht lange aufhalten. Das ist nicht so einfach. Was können wir im Weg machen? Ansonsten würde ich euch ganz gerne sagen, dass... Das ist ein Scheißplan hier, nein. Wahrscheinlich Rollercoaster Tycoon demnächst dann auch abgesetzt wird bei uns auf dem Kanal. Hat folgenden Hintergrund, dass es irgendwann doch ein bisschen langweilig wird.
Und dem wollen wir einfach entgegenwirken. Deswegen werden wir wahrscheinlich die erste Session, die wir jetzt hier aktuell haben, beenden demnächst. Dazu werden wir aber nochmal ein Infovideo abgeben. Das ist ja voll die krasse Achterbahn, ey. Würde ich kotzen. Wow. Die letzte Kurve ist übel. Ja, da wollen wir nochmal. Gucken, ob wir da nochmal eine zweite Session machen. Ich bin hier total aus dem Konzept raus. Und dann werden wir vielleicht nochmal gucken, wie wir hier vorankommen oder auch nicht. Und ja, wir machen das jetzt hier noch fertig, die spannende Runde. Gucken, ob das hier so funktioniert. Ich glaube, das ist einfach mal völlig falsche Richtung mit dem Blockbremsen. Ja, eigentlich müsste die Bremse. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Blockbremse und normaler Bremse? Das ist doch. Da will doch keiner drin sitzen. Ich würde so kotzen, glaube ich. Die bremst null, ne? Die bremst einfach mal auf 8. Die bremst einfach mal auf 26 und die, keine Ahnung, auf 35. Ob das so klappt? Ich weiß es nicht. Mit den Bremsen kenne ich mich nicht so aus. Ja, ansonsten schaut mal bei uns auf dem Channel vorbei. Wir haben ja noch viele andere spannende Sachen, die wir momentan haben. Der Rockbox viel mit Nintendo unterwegs. Yoshi's World dort am Start. Ansonsten unser Renner auf dem Channel ist natürlich World of Warships, was jede Menge Spaß macht. Da werden wir auch demnächst öfters wieder zu dritt spielen. Das ist jetzt momentan zeitlich so ein bisschen eng alles, weil wir unterschiedliche Dienstzeiten haben. Dann ist das nicht so einfach. Oh, das ist hart. Stopp, Test. Unterschiedliche Dienstzeiten. Deswegen ist das nicht so einfach, wie wir uns das hier vorstellen, weil noch sind wir hauptberuflich unterwegs. Was ist denn hier eigentlich los? Die Leute stehen an. Und nichts geht? Warum geht hier nichts? Achso, ich weiß warum. Ja, okay, alles klar. Nicht ganz Tacker in der Birne. Ja, ansonsten kommt ja jetzt demnächst Left 4 Dead raus. Oder ist unterwegs, veröffentlicht zu werden. Wir werden mal gucken, wie das bei euch anschlägt. Ob ihr davon noch mehr haben wollt oder nicht. Dann werden wir mal sehen, dass wir nochmal mit der Frazily und auch mit der Wolfspack-Crew, mit der wir das gemacht haben, mehrere Folgen machen werden. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es weitergeht mit dem Channel. Das ist total krass, diese fucking Bremse auf 22. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Macht was. Erklärt mir, warum Blockbremse und Bremsen. Ja, was wir hier noch aus dem Rest des Parks machen werden, ob wir den überhaupt noch bebauen werden. Entscheide ich mal spontan, so wie die Aufrufe jetzt noch sind. Momentan ist das sehr angenehm. Damit kann ich sehr gut leben. Und ja, was gibt's noch Schönes zu erzählen? Eigentlich nichts. Ich will jetzt diese blöde Bremse hier fertig haben. Wir warten und warten und warten. Jetzt hoffe ich aber. Warum geht die auf einmal so zurück auf die Klötze hier, ey? Was soll denn das?
Nein, ich will da keine Bremse. Ich will einfach nur gerade Strecke. Gut, wir starten das Ding hier einfach. Ich kann das gar nicht starten. Warum kann ich das nicht starten? Achso, weil die noch nicht rumgefahren ist oder was? Warum kann ich die noch nicht in den grünen Bereich gehen? Achso, die ist bearbeitet. Ah. Hallo? Na, so. Alles klar. Gucken wir mal. Wir machen einfach jetzt noch einen Weg hier. Krass dreist einmal komplett rüber. Oh. Bisschen Konzentration. Zap, 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 zap. Zwei Wege sind immer besser, habe ich gelernt. Um die Massen einfach vom Eingang auf wegzukriegen. Wir hatten ja hier das Problem am Eingang, dass sich in einer der ersten Folgen hier alles aufgesammelt hat, was überhaupt ging. Und jetzt probieren wir das so ein bisschen zu entzerren. Wir haben aktuell auch nur 760 Gäste. Vielleicht könnte man noch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Werbung? Wir hatten hier Name, Status, nee, Attraktion. Forschung. Sandkasten. Wir wollen Werbung für den Park machen. So, und zwar nationale Zeitung. Dann werden wir Schülerzeitung. Und wir werden Magazin für Eltern. Ebenfalls 6 Wochen machen. Gucken mal, was passiert, ob unsere Zuschauer, unsere Gäste steigen werden. Ich würde einfach sagen, ich verabschiede mich von euch für die Runde, war jetzt nicht gerade so informativ oder spannend. Wir haben ja halbwegs probiert, eine Achterbahn auf die Reihe zu kriegen. Wir gucken, wie es weitergeht. Lasst euch überraschen. Ich informiere euch. Ich verabschiede mich. Sagt Tschüss, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.